Ja, Freunde, herzlich willkommen und heute gibt es das versprochene Video zu unseren Wenn. Wie weit sind wir? Was haben wir getan? Was kommt jetzt alles noch? Also ihr habt es ja, also die meisten zumindest, verfolgt, wie unser Wagen vorher aussah. Hier auf der Seite war ein großer Aufkleber. Den haben wir entfernt und haben die Seite schwarz gemacht, genauso wie die andere Seite. Zum Auto, das ist ein Peugeot Boxer, Höhe 1, Länge 1, Baujahr 2014. Was wir außen noch verbaut haben, ist eine Landstromsteckdose. Das war easy, einfach und simpel. Wir sind sehr zufrieden mit der Steckdose. Und ja, Näheres erkläre ich euch dann drin. Das war es jetzt zu der Seite. Hinten haben wir gar nichts gemacht. Wir hatten mal die Scheiben getönt, aber durch die Luftfeuchtigkeit beim Schlafen hat sich das meistens wieder abgelöst. Somit haben wir jetzt Vorhänge davor, erstmal provisorische. Wir lassen uns da noch welche nähen, aber das reicht erstmal so. Oben haben wir eine Rückfahrkamera verbaut. Die ist mit Solarzellen. Sind wir sehr zufrieden damit. Da reicht ein bisschen Sonne und schon ist der Akku schon wieder voller als vorher. Die Standheizung haben wir selber eingebaut. Ich gucke mal, ob man das von unten sehen kann. Ja, also da habt ihr den Auspuff und da hinten ist die Frischluftzufuhr. Aber mehr sehen wir jetzt nicht. Doch, hier der Ausgang. Ja. Können wir gleich mal hinten reingucken. Das wird alles noch anders gemacht hier hinten. Das wird auch verkleidet. Und die Seiten, die werden noch gefilzt. Aber das kommt wirklich erst zum Schluss. Hier ist unser Krimskrams drin, wie zum Beispiel Sitze, also Stühle, die ganzen Stromkabel, Verlängerungskabel. Hier ist unsere China-Standheizung, die betreiben wir mit einem Kanister. Kann man halt jederzeit wieder rausmachen, ne? Gerade vor dem TÜV. Staufach, Staufach. Die Kiste können wir auch von drin praktisch vorziehen. Da haben wir meistens Klamotten drin, jetzt ist die Werkzeugkiste drin. Und hier drüben, naja, alle Kanister, Wasserkanister, alles was man so braucht. Ne? Wassergießkanne. Easy. So, die Seite. Wie gesagt, haben wir auch lackiert und haben dieses tolle Fenster da verbaut. Das finden wir richtig gut. Ich zeige es euch mal. Das hat zwei Funktionen. Erstens können wir es ganz öffnen, also die eine Seite. Oder wir haben halt noch so ein Fliegengitter davor. Also perfekt. Ich glaube, das hat nicht mehr als 100 Euro gekostet. Das ist super. Ja, draußen angelangt nochmal. Vorne haben wir jetzt die Reifen gewechselt. Irgendwann kommen mal noch die Felgen dazu, aber das kommt auch nach und nach. Hier drinnen hat ja die Verkleidung gefehlt oder die fehlt immer noch. Das muss halt auch noch ersetzt werden, weil der hatte ja hier vorne mal einen leichten Unfallschaden. Ihr seht das hier, das muss alles noch repariert werden. Außerdem die Scheinwerfer, die Seite ging. Aber die ist schon ganz schön. Da müssen wir auch mal gucken. Ja, gehen wir mal ins Führerhaus. Hier hat sich eigentlich nicht viel getan. Wir haben die Dreier-Sitzbank oder Zweier-Sitzbank drinnen gelassen. Für den Tommy. Wir sind nun mal zu dritt. Hier habe ich praktisch die Rückfahrkamera. Für die Rückfahrkamera haben wir hier einen Schalter verbaut. Wenn ich den drücke, geht die Rückfahrkamera an. Sehr praktisch. Sonst war das immer mit der Zündung an und aus, egal ob man das braucht oder nicht. Das fand ich jetzt nicht so sinnvoll. Gerade jetzt in Bezug auf die Solarzelle, die werden ja durch Solar geladen. Und ja, das müssen wir ja nicht unnötig Strom verbrauchen, wenn man dann nicht braucht.
Daneben haben wir noch eine Voltanzeige, und zwar für unsere hier unten befindliche Starterbatterie, damit ich immer weiß, wie gut die geladen ist und nicht zufällig mal vergessen habe, hier diesen Schalter nicht umzulegen. Und dieser Schalter, also ich habe hier zwei Schalter, der hinten ist der Hauptschalter für den ganzen Strom, für den Bordstrom hinten. Und das ist ein Schalter, den schalten wir zu, wenn wir fahren, dann lädt das hinten unsere 140 Amperestunden Gel-Batterie. Wenn wir wieder stehen bleiben, schalte ich den Schalter wieder aus. Funktioniert bis jetzt wunderbar, also wir brauchen keinen Ladebooster. Irgendwann, wenn Geld da ist, mit Sicherheit, aber im Moment reicht uns das so, sind wir sehr zufrieden damit. Ich denke, jetzt gehen wir mal rein. Wenn ihr noch Fragen zu draußen habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ihr kriegt auf jeden Fall eine Antwort. Jo! Erster Einblick. Na, ich hätte hinten den Schlafsack rausräumen können. Na gut, stört euch nicht, hoffe ich. Also, hier vorne haben wir einen Lichtschalter. Da geht hinten erstmal dieser LED-Streifen an. Da wollen wir noch einen größeren holen, dass es praktisch über die ganze Paneele geht. Aber wir wussten noch nicht, weil gegebenenfalls kommt hier oben noch entweder ein Max-Fan-Ventilator rein oder halt ein Schiebedach. Aber das entscheiden wir noch. Ja, hier seht ihr unser Küchenteil. Das war ein Schrank gewesen. Den haben wir umfunktioniert. Na, der war kaputt gewesen und den haben wir hierfür genutzt. Natürlich auch die Türen. Und weil wir hier noch keine Magnete eingebaut haben, sichern wir während der Fahrt alles mit diesem Gummiseil. Waschbecken haben wir eingebaut und einen Wasserhahn. Funktioniert tadellos mit einer Tauchpumpe. Noch im Einstiegsbereich. Der Boden ist gedämmt mit Amaflex. Hier haben wir eine Leiste drüber gezogen. Das ist ein PVC-Belag. Sieht ganz stylisch aus. Und das haben wir jetzt neu eingebaut. Das ist wie ein kleiner Tisch, wo man, wenn man draußen ist, was draufstehen kann. Da, hier war der Aufkleber drauf. Ne? Das muss man noch abschrubbeln. Können aber auch praktisch hier die Kissen so hinmachen, dass wir drinnen, wir saßen da schon mit 1, 2, 3, 4, 5 Personen. Also das ist total super. Und wenn wir gleich mal bei den Kissen sind, jetzt haben wir erstmal nur Kissenbezüge drüber gemacht, deswegen sieht das so grottig aus. Aber da holen wir noch so Schlauchstoff und dann wird das richtig eingenäht. Mit Reißverschluss, dass man es wechseln kann. Was für uns jetzt der Vorteil ist, ich zeige euch dann mal das Bett ausgeklappt oder ausgezogen. Ne? Also hier ist ja auch noch Bett, bis hierher. Und jetzt schlafen wir, der Tommy hier hinten, der passt da wunderbar rein. Die Anna hier in der Mitte, gerade so mit den Füßen noch. Und ich schlafe auf der Seite und kann mich richtig lang machen. Ne? Mit meinem 1,86 Meter. Ich mache mich größer als ich bin. Kann ich mich hier richtig lang machen. Und von daher ist es Sitz, Tisch und Bettverlängerung. Also total genial. Ne? Und alles, was wir hier unten verbaut haben, das ist mit einer Holzkonstruktion. Hier unten ist noch der Mülleimer. Also total super. Wir sind übelst zufrieden damit. Und als wir jetzt mit Freunden unterwegs waren, saßen wir abends hier drin, weil hier mehr Platz bei dieser Sitzecke ist als ein Kastenwagen, der halt vom Werk kommt. Ne? Ja, bleibt mal gleich mal bei der Front hier vorne. Hier vorne haben wir, ich mache noch mal Licht an. So, hier vorne haben wir dieses Netz verbaut. Die sind sehr praktisch. Die gab es bei Amazon, günstig und super. Hier haben wir ein Weihnachtsgeschenk von meiner Familie oder von unserer Familie. Die stellen wir abends hin. Läuft auch mit der Batterie, so Kerzenlicht, ganz romantisch. Ja. Hier drüben haben wir unsere Elektroanzeigen, einmal die Standheizung. Dann haben wir eine Fernbedienung für die Lichter im Schrank. Da haben wir Lampen verbaut, dass wir auch was sehen, wenn es dunkel ist. Hier haben wir ein Thermometer, das hat auch Licht. Und kann man auch übers Telefon, über die App abfragen mit Statistiken, das ist super. Hier ist unser Schaltpanel. Das ist das Licht hier oben drüber, zeige ich euch dann gleich.
Ne, der ist noch nicht belegt. Hier kann ich noch mal das Licht komplett ausschalten, also alle Lampen. Hier kann ich die EcoFlow, die Zusatzbatterie, noch mal laden extra. Und hier, das ist die Pumpe vom Wasserhahn. Die kann ich auch ausschalten. Ne? Dann haben wir hier so eine Dose und hier zwei USB-Dosen. Reicht uns. Wir haben dann hinten noch welche verbaut. Na, gehst du jetzt zu? Mit der Hand ein bisschen komisch. Jetzt. Ja, hier oben haben wir jetzt schon mal eine Platte von diesen Paneelen hingemacht. Sie sind relativ teuer, aber die sind halt sehr leicht, auch noch mal gedämmt und sehen halt super aus. Ne? Also ich zeige euch das mal so. Also die sind richtig genial, aber die kosten halt was und dann kaufen wir immer, wenn was übrig ist, eine neue Paneele. Also zwei brauchen wir noch. Ihr seht, die Decke ist auch gedämmt, die Wände sind auch gedämmt, aber das kennt ihr ja schon von anderen Videos. So, hier haben wir aus Baumarktkisten haben wir uns Regal gebaut. Einfach hier Löcher reingebohrt und Gummis reingemacht. Ne? Sehr viel Staufach, das ist super. Hier hängt noch die Thermoskanne. Ja. Zum Einbauschrank haben wir hier unser Wassersystem. Einmal Abwasser, geht direkt in Kanister. Und 22 Liter Wasser, Frischwasser, was wir mit der Gießkanne befüllen. Ne? Mehr brauchen wir nicht. Tauchpumpe drin. Einfach, easy, super. Sind wir sehr zufrieden damit. Läuft. Hier haben wir unser Besteck- und Geschirrkasten. Auch alles drin, was man braucht. Hier unten ist unsere Camping-Chemietoilette. Das wird irgendwann mal noch eine Trockentrenntoilette. Wenn wir die noch rausziehen, haben wir hier vorne zusätzlich noch einen Sitzplatz. So, Stauraum, zum Beispiel jetzt hier für Essen. Und hier auch nochmal Stauraum, da ist noch viel Werkzeug, weil ich halt noch viel baue. Das ist dann irgendwann mal alles für Klamotten. So, hier, da überlege ich noch, wie ich das zumache. Das werden wir noch sehen. Oben fest die EcoFlow verbaut. Na, was heißt fest? Ich kann sie auch rausnehmen und draußen nutzen. Und wie gesagt, über den Lichtschalter hier oben oder über den Schalter hier oben kann ich die extra laden. Ich kann sie aber auch rausnehmen und zu Hause in einer Stunde vollladen. Da kennt ihr wahrscheinlich schon das Video. Hier ist unser Batterieladegerät. Das ist mit Landstrom verbunden und lädt automatisch super schnell und easy unsere Batterie voll. Staufach, Campingkocher, alles da drin. Hier haben wir die Sicherung von unserem Kühlschrank und dann können wir hier unseren Kompressorkühlschrank rausziehen. Ach so, und da unten ist die Elektrik verbaut. Na, aber noch nicht fertig. Das wird dann zum Schluss noch verkleidet. Das sieht irgendwann besser aus. So. Ich mache mal die Tür zu und zünde mal unsere Standheizung, weil heute ist nicht ganz so kalt, nicht ganz so warm. Hier drinnen haben wir 9,3 Grad. Ach so, und hier oben ist die Lampe, ne? Die kommt dann über die Paneele drüber und die hat verschiedene Stufen, ne? Und auch ein Rädel, wo man dimmen kann. Also top, gefällt uns sehr gut. Jetzt zündet die Heizung. Hört ihr das Klackern? Also wir hören das schon gar nicht mehr. Also nachts ist es auch leiser. Ne? Wir stellen das dann auf niedrigste Stufe und das hat bis jetzt immer gereicht. Jo. Aber die wird gleich ordentlich loslegen, weil am Anfang gibt es noch mal richtig Vollgas. Ja, kommen wir zu unserer Sitzecke. Da haben wir halt hier so Stauraum gebaut. Ne, ist jetzt ein bisschen zugemüllt, aber es ist genug Platz. Genauso auf der anderen Seite. Auch mit einer Lampe.
Perfekt. Hier, wenn ich die Klappe aufmache, kommen wir hinten an die Kiste. Wenn da Klamotten drin sind, müssen wir nicht erst rausgehen. Das ist auch super. Und hört ihr die Standheizung? Das Fenster habe ich euch ja schon gezeigt. Ne? Die Tür habe ich auch mitgedämmt. In manchen Videos wurde gesagt, Tür nicht dämmen. Und wir haben sie mitgedämmt. Da kommt dann noch Verkleidung drüber. Aber erst wenn wir Filz haben, wenn wir die Verkleidung hier noch filzen wollen, dann sieht das auf der Seite auch gut aus. Und bei den Wänden haben wir in Polen diese Platten bekommen. Ne? Die sehen super aus, sind übelst leicht. Ist halt ja wahrscheinlich irgendein Kunststoff mit Löchern drin, sehr leicht klickbar. Also praktisch wie Laminat. Auch auf der anderen Seite. Und weil wir halt ans Gewicht denken müssen, haben wir bei IKEA für, glaube ich, 9 Euro diese Teile da gekauft. Und die sind so mega. Da passt so viel rein. Also damit sind wir auch zufrieden. Ja, dann haben wir hier drüben noch eine 12 Volt Steckdose mit Display. Hier unter dem ganzen Bettzeug an der Wand noch so ein Netz. Und jetzt werde ich euch mal das Bett aufbauen und euch noch zeigen. So Freunde, da haben wir die ganze Liegewiese. Das Brett ziehe ich von hinten einfach aus, klappe die Kissen alle hier drüber, mache meine Bettverlängerung raus und dann haben wir insgesamt hier, also mit meiner Bettverlängerung, 2,30 Meter. Und hier haben wir, wo die Anna und der Tommy schläft, 1,70 Meter und breit, Fahrzeugbreite, 1,80 Meter. Also das ist mehr als eine Liegewiese. Und wenn der Tommy nachts dann hier hinten noch schläft und wir schon aufstehen, schieben wir das Brett einfach nach hinten, machen die Kissen hoch und können uns mit dem Kocher hier hinten, mit der Gasflasche, Kaffee machen, frühstücken. Und ja, wir sind mehr als zufrieden. Also es funktioniert alles super. Und dazu eigentlich fast alles relativ günstig. Ne? Ja, das soll es gewesen sein für heute. Ihr seid erstmal auf dem neuesten Stand. Und die Planung ist, wie gesagt, dass hier oben noch entweder ein Ventilator reinkommt oder eine Dachluke, ein Fenster. Solarzellen oben drauf. Einen größeren Wassertank wollen wir noch verbauen. Den Radkasten hier vorne müssen wir verkleiden und richten. Na, da ist auch ein bisschen was am Blech. Ja, und dann müsste es das gewesen sein. Ne? Ach so, dann machen wir, ihr seht ja hinten bei den Holzverkleidungen, da gibt es noch so Kantenriemen, also so Klebebänder, die man über die Kanten drüber klebt. Hinten den Schrank, den machen wir noch, entweder eine Tür oder eine Klappe. Ja, und dann sind wir happy. Ne? Ach so, hier vorne können wir übrigens dann auch noch zuziehen. Und ich habe es euch ja gesagt, die Vorhänge sind jetzt erstmal provisorisch. Da lassen wir uns noch welche nähen. Und wenn die Decke dran ist, sieht das richtig schick aus. Ne? So Freunde, ihr wisst Bescheid. Und ja, nächstes Video dann am Montag. Da seht ihr wieder, was wir am Wochenende getrieben haben.